So, willkommen, wir sind hier nochmal an die finale Pressekonferenz in der TCM 2016 Liga. Yay, grüß dich, Alien. Hallo. Ja, ne, für dich ist heute noch einiges drin, sage ich mal. Nämlich P4 in der Meisterschaft, auch wenn Center sehr, sehr stark verhindern wird. Ja, Fünfter bist du wahrscheinlich, oder denke ich mal, relativ safe. Wie bist du ein bisschen mit deiner Season vor diesem letzten Rennen zufrieden? Ja, also, weil ich nur jede zweite Woche dabei sein kann, läuft die Season eigentlich ganz gut. Also, ich habe mir Platz 5 am Ende ausgerechnet. Und also ich kann noch jetzt auch noch Platz 4 holen. Das wäre aber schon mehr, als ich erwartet habe. Ja, aber ich bin fast bei jedem Rennen auf dem Podest gestanden. Manchmal auch glücklich, aber Podest ist Podest und ja. Bin okay. Mit der Saison bis jetzt zufrieden. Okay. Ja, an sich, Hockenheim, ich glaube, da warst du ja nicht dabei am Anfang, ne? Nee. Also du hast Glück, ne, dass du quasi alle Strecken, die jetzt hier im Kalender drin sind, auch einmal gefahren bist. Wie lief bisher das Training? Ja, eigentlich habe ich noch nicht trainiert und das ist jetzt das Problem, weil der Server down ist. Also Steiger kaputt, okay, ja. Ja. Ich muss noch schauen, wenn es... also ich muss heute definitiv noch ein bisschen trainieren vor dem Rennen. Das ist das Wichtigste. Ja, richtig. Okay, ja, ganz kurz nochmal von dir, weil du der Vertreter von Audi bist. Mhm. Wie nehmt ihr diese ganz schön harte Schlappe hin? Ja. Mit Platz 3. Ja, es ist trotzdem Platz 3. Ja, also, was soll man sagen? Also, wir haben einfach nicht genügend Fahrer, auch weil Pali nicht mehr kann und auch Dicky abgesprungen ist und auch René schon nach den ersten Rennen weg war, war das eine, man kann nur sagen, es war eine katastrophale Saison für Audi. Also mit Martin, dann mit einem anderen Niki, glaube ich, und ja, wir waren eigentlich nur noch drei Fahrer unterwegs und ich war nur jede zweite Woche unterwegs und ja, Niki auch, und ja, kann er nichts machen. Okay, ja, an sich, was willst du abschließend vor dem Finale zur Season sagen? Ja, also, was soll man sagen, die Saison war gut, ich habe mir natürlich ab und zu mal mehr Fahrer gewünscht, aber so 10 Leute waren, als wir 10 Leute waren, war es eigentlich ganz okay. Und ich werde noch den vierten Platz heute angreifen. Ja, mal gucken, ich denke mal, dass das was dagegen kommen wird. Okay, gut, dann bedanke mich bei dir und ja, wünsche dir auch trotzdem viel Erfolg hier bei diesem Finale. Viel Spaß dann am Ende in der ja, letzten Runde beim Donuts drehen. Ja, danke. So, grüß dich, Tingel, schönen guten Tag, auch erstmal an dich. Hi. Ja, ne, letztes Rennen, Hungaroring, Dritter, leider, und Erster, Gott sei Dank, könnte man sagen. Nee, auf jeden Fall, zweites Rennen auf dem Hungaroring, inwiefern hast du dich darüber gefreut, dass du auch in Anwesenheit von Raymond siegen kannst? Also natürlich habe ich mich darüber gefreut. Das wäre Einzige, was so ein bisschen, ein Negativpunkt war, war eben, dass Raymond, dass ich nicht Raymond auf der Strecke besiegen konnte, sondern Raymond sich halt eben weggedreht hat. Aber natürlich fühlt es sich besser an, als zum Beispiel Nürburgring zu gewinnen mit drei anderen Autos, weil es halt einfach doch eine größere Konkurrenz war. Und ja, also es hat sich im ersten Moment dann doch relativ gut angefühlt. Okay. Ja, die Season, wie bist du bisher mit deiner Saison zufrieden? Mit deiner ersten Touring-Saison? Also am Anfang, wenn ich am Anfang ein bisschen besser reingekommen wäre, hätte es wahrscheinlich vielleicht noch mit der WM noch ein bisschen spannend werden können. Bin aber jetzt am Ende von der Saison eigentlich doch relativ zufrieden, also habe jetzt relativ konstante Leistung abgebracht. Jetzt zwei Rennen gewonnen, meistens auf dem Podium gestanden und kann jetzt vielleicht sogar am Hockenheimring gucken, ob ich vielleicht sogar meine erste Pole kriegen kann. Okay, sehr schön zu hören. Ja, an sich, Hockenheim, inwiefern gibt ihr da auch ein bisschen so das Heimpublikum, der generell diese Atmosphäre, dass du quasi ne, nicht weit nach Hause hast quasi, ne? Gibt es denn da mal so ein bisschen den extra Push oder macht das gar nichts?
Ja, natürlich macht es dadurch auch relativ viel Spaß, automatisch dort zu fahren. Außerdem kenne ich die Strecke auch relativ gut, weil ich auch selber schon öfters dort war. Und wie gesagt, also das wird auf jeden Fall ein relativ guter Vorteil für mich. Einziges Problem ist, dass Rayman natürlich genau den gleichen Heimvorteil hat, weil er ja auch relativ nah an der Strecke wohnt. Ja gut, was kannst du zu BMW vor dem Finale sagen? Also ich denke mal, dass ich und Raymond wieder eine relativ gute Pace haben werden und hoffen natürlich, dass wir wieder einen ersten und zweiten Platz rausfahren können. Aber wir haben jetzt schon im Voraus gesehen, dass auch die Mercedes mit Clocky und Bamble relativ stark sind und Elian anscheinend auch. Und deswegen müssen wir mal gucken. Also es wird auf jeden Fall kein einfacher Sieg, aber wir geben natürlich unser Bestes und hoffen natürlich wieder auf dem Podium beide zu stehen. Okay. Und was kannst du bisher von der Season von BMW sagen? Ja, eigentlich auch nichts wirklich anderes. Relativ starke Leistung, konstant gefahren. Und meistens eben dann beide auf dem Podium, meistens sogar 1 und 2. Und ja, wie gesagt, also eine relativ konstante Saison von uns beiden. Und jeweils relativ gute Leistung auch im Qualifying und dadurch haben wir das relativ gut über die Bühne gebracht. Gut, dann wünsche ich dir auch viel Erfolg bei dem Finale hier heute. Dankeschön. Ja, für den halt mal kurz. Er möchte natürlich P4 behalten. Mehr will er nicht heute haben. Am Podium wäre noch nett. Und ja, das war's von der Pressekonferenz für diese Season. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann mit dem Pre-Event weiter, ne? Und ja, dann hört man sich nächste Woche ja schon wieder, ne? Beim Start der WTCR-Testrennen in und auf dem Sachsenring. Danke fürs Zusehen bei der Pressekonferenz, fürs Zuhören. Ja, und dann wünsche ich mal allen Beteiligten mal viel Erfolg hier für meinen Finale in Hockenheim. Tschüss! Audio Jungle.